City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Willkommen zu einer dreckigen Folge Cyberpunk 2077. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf das Projekt wie ich und wenn ihr mich unterstützen wollt, kommentiert und liked mein Video und lasst auf kostenloser Ehrenbruderbasis ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin hier. Alles okay? Ja, musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Ja, ich hab gekotzt. Ist der Stress. Dein Job wird dich noch umbringen. Ja, ich hätte mir einen sicheren aussuchen sollen. So wie du. Hey, wenigstens weiß ich immer, wer auf mich schießt. Manchmal sogar warum. Wie auch immer. Was ist los? Gibt's ein Problem? Wir hatten einen Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, ist immer am Arsch. Ich muss jetzt los. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Buona suerte. Schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf, woraufhin eine Anschlagserie gesteuert hat. Die amerikanische Prohibition wurde ausgerufen. Der Erste Weltkrieg endete und Saburo Arasaka erblickte das Licht der Welt. Verdammt, wie? Du solltest schon vor einer Stunde hier sein. Ich wurde aufgehalten, bin aber gleich da. Scheiß Frankfurt. Das wird uns Erbenetti schön aufs Brot schmieren. Ah, muss auflegen. Ich bin in meinem Büro. Und beeil dich. Saburo Arasaka schrieb sich als Pilot bei der Nippon Kaigo ein, der kaiserlich-japanischen Marine. Im Alter von 23 war er bereits zum Kapitänleutnant aufgestiegen. Mr. Jenkins, hey, wie? Ist ja ewig her. Ich bin's, Frank. Notfallverfahren aktiv. Eisbau. Systemsicherheit bestätigt. Du bist beschäftigt. Sieh nicht hin. Spät. Das ist er. Jenkins, Junge. Bitte betreten Sie den Vorraum. Besucherautorisierung gewährt. Bist du online? Setz dich, wie, bin gleich bei dir. Wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolkenmeerstützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an. Wie ist die Lage? Das war zu erwarten. Du weißt, was zu tun ist. Leg los. Thank you.
Direktorin Abernathy? Oh, ich habe die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Ich hasse diese Schlampe. Schon immer. Wie lange ist immer? Vor Night City haben wir in Osaka zusammengearbeitet. Sie hat 2 Jahre daran gearbeitet, mir Fallen zu stellen. Und als sie Spec Ops Direktorin wurde, hat sie mir endgültig einen reingewirkt. Und jetzt hält sie mir eine Waffe an die Schläfe, damit ich nichts Dummes tue. Aber den Abzug drückt sie nicht. Sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Teilen und erobern. Effektive Strategie. Effektiv. Was würdest du an meiner Stelle tun? Du musst dich wehren. Abernathy zeigen, dass du nicht ihr Fußabtreter bist. Du hast recht. Verpass ihr einen Denkzettel. Dann respektiert sie dich. Sieht aus, als sähen wir das ähnlich. Nimm das. Das habe ich die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen, Fahrer, Sicherheitschef, Liebhaberin, Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernathy kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Ich soll mich wehren. Und was passiert, wenn ich mich weigere? Frag nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte, wie? Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Verwende nur dieses Geld und finde die Richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja, ich habe schon verstanden. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Jenkins, Night City Spionageabwehr. Ich habe hier die Berichte für Sie. Ich habe gerade zu tun. Schick sie mir einfach. Wie? Alles okay? Wie läuft's in der Schlangengrube? Ich brauch dich, Jack. Geschäftlich. Ah, dir geht's immer nur ums Geschäft, Manu. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. Ich brauche einen Stempel von dir. Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen. Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay, gib mir die Kurzversion. Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Die höchste. Er sucht nach Dreck, kommt aber nicht voran. Komm zum Punkt. Die sind zu sauber. Blitzblank. Kein einziger Fleck, nirgendwo. Wir glauben, sie haben ihn enttarnt und füttern ihn mit falschen Daten. Sollen wir ihn rausholen oder weitersuchen lassen? Holt ihn raus, aber still und leise. Wir wollen nicht, dass irgendwer den Braten riecht. Jenkins wird sauer sein. Um den kümmere ich mich. Verstanden.
habe ich nichts hinzuzufügen. Sag den Leuten, sie sollen vorsichtig sein. Ich habe nichts dergleichen. Wir werden uns jetzt gründlich durchleuchten. Hast du den Wahlbericht gesehen? Ich meine, Alter. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Zugriff gewährt. Bitte nennen Sie Ihr Ziel. Neues Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Ende der Woche ein Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, bei mir läuft alles prima. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. Dreimal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf neuen Parametern. Landeplatz? Du hättest uns umbringen können! Schatz, Alter! Nein, hey, hey, wir wollen echt gerne Ärger mit dir. Lass mich hier in Ruhe! Siehst nach Ärger aus. Nein, kein Ärger. Ich bin geschäftlich hier. Schön zu hören. Willkommen im Lizzie's. Sehen, Cabron.
Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm. Genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Dachte, ich kann immer auf dich zählen, Jack. Du kennst mich. Ich hab schon so einige krumme Dinger gedreht. Aber das ist nicht mein Stil. Und deiner auch nicht, hätte ich gedacht. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Mamita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Auf das hier. Das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nichts. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer. Deine Seele gehört den Arasaka-Teufel. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. So sind die Regeln, Jack. Wer nach oben will, muss sich eben richtig reinhängen. Tja, du bist aber nicht oben, sondern Saburo Arasaka. Du bist nur der Pendejo, der ihn dort hält. Arbeite für dich, lebe für dich, ist der einzige Weg. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Wie war Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon, los! Ja, ja. Ich bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Das könnte ungesund für euch sein. Warum? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Oh, das war knapp. Hijo de la chingada.
Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Richtig? Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Wie als mein kleiner Primitor auf Entzug war. Schüttelfrost, zittrige Hände, kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey, hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Doch, Jack, ist es. Absolut alles. Zugriff auf alle Infos. Wohnung, Auto, Kontakte. Mein Ruf ist zerstört. Aber du hast noch die Eddies für den Auftrag, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Wie? Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt.